wir befinden uns hier in unserem Standort in Dinnington, South Yorkshire. Wir haben noch einen weiteren Standort in East Markham, Nottinghamshire. Wir sind ein 800 Hektar großer, familiengeführter Getreidebetrieb, der in diesem Jahr Winterweizen, Wintergerste, Sommerhafer und Sommergerste anbaut. Je nachdem, was im jeweiligen Jahr am besten funktioniert, betreiben wir überwiegend minimale Bodenbearbeitung und etwas Direktsaat. Je nach Umständen und Erntegut. Wir verfolgen einen recht flexiblen Ansatz, insbesondere nach den vergangenen 6 Monaten, die anspruchsvollsten in meinem bisherigen Berufsleben waren. Wir wollen etwas Flexibilität. Wir haben zurzeit 3 John Deere Traktoren im Einsatz. Einen 7R 350, den Sie hinter mir sehen, einen 6 250R und einen 6 195R. Wir haben uns für den 7R entschieden, denn wir brauchten einen leistungsstarken Traktor mit mindestens 350 PS, den wir bei Bedarf aber auch zum Transport nutzen können. Angesichts unserer Größe benötigen wir eine kleine, aber moderne Flotte an Traktoren. Sie sollte also möglichst vielseitig einsetzbar sein. Wir verwenden den 7R nach Bedarf für schwere Zugarbeiten, zur Aussaat, für Transportarbeiten oder zum Düngen. Wir haben beschlossen, ihn mit einem Unterflurgewicht auszustatten. Es schien uns sinnvoll, den Traktor für Zugarbeiten so zu ballastieren, dass er einem 8R ähnelt. Wann immer schwere Zugarbeiten anstehen, kommt es dran und bleibt mitunter ein paar Wochen an der Maschine. Es lässt sich jedoch in nur 10 Minuten anbringen oder abnehmen. Wir sind also flexibel. An einem Tag kann es angehängt werden, um ein Gerät mit 9 Metern Arbeitsbreite zu ziehen, und am nächsten Tag abgehängt werden und einen Anhänger zum Getreidetransport zu nutzen. Mit minimalen Unterbrechungen. Ja, die Radgewichte wären etwas günstiger. Man muss aber auch die Kraftstoffeinsparungen und den geringen Reifenverschleiß berücksichtigen. Außerdem ist es sicherer und einfacher. Für mich lag die Entscheidung auf der Hand. Manche Menschen bringen Radgewichte am Traktor an und meinen, gut, wir nehmen sie ab, wenn wir dies oder jenes vorhaben. Aber seien wir doch mal ehrlich, die meisten nehmen die Radgewichte nie ab, denn das ist mit viel Aufwand verbunden. In meinen Augen ist der 7R ein sehr bequem zu fahrender Traktor und ein angenehmer Arbeitsplatz. Er verfügt über eine große, geräumige Kabine, Massagesitz, Kühlschrank und Apple CarPlay. Die Federung funktioniert gut und macht das Fahren des Traktors zum reinsten Vergnügen.